Willkommen zurück zum Super Mario Maker, wo ich eure Level spiele, die ihr mir immer gerne einsenden könnt. Heute ein Level, was ich eigentlich schon aufgenommen hatte, aber ich war eigentlich komplett unzufrieden mit der Aufnahme, weil ich auch extrem angenervt und total angepisst war, weswegen ich das Level abgebrochen habe mitten beim Aufnehmen und habe mir gedacht, komm, es sind jetzt irgendwie 2 Wochen später oder so, setz dich nochmal dran und versuch's nochmal. Und zwar rätselhaftes Massensterben von Falke. Ein Level, wo man schon sieht, es hat ein Reset. Wo ich mir selber gedacht habe, Alter, Junge, du bist ein Arsch, geh sterben. So, jetzt habe ich es gesagt. Ja, es ist ein recht böses Level. Man hat ja auf jeden Fall schon sein Reset. Man hat hier einen Kettenhund, der da aus einer Röhre rauskommt. Dauernd. Und man hat Eisblöcke in Mario Bros. 3. Das Schlimmste von allen ist aber, dass man hier extrem viel Pech haben kann. Fuck. Scheiße. Und zwar gibt es hier ein paar Dinge, wo man durchaus ein paar Versuche braucht. Und zwar, dass man hier durch die Tür kommt, zum Beispiel. Weil man kann ja nicht einfach durch Türen gehen, die in der Luft hängen. Das ist ein bisschen, naja, blöd. Und auch hier hochzukommen, kann ein paar Versuche dauern. Und noch schlimmer ist es, einfach drauf stehen zu bleiben. Das ist alles recht, recht unangenehm. Und ich sag mal so, ich habe gute 20 Minuten dran gesessen und hab mich ja einfach nur geärgert und geärgert und geärgert. Nicht, weil es so schwer war, weil ich einfach nur zu doof war dafür. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal anständig zu einer Zeit, Uhrzeit, die eigentlich unmenschlich ist. Nein! Scheiße! Ich fäng schon genauso an wie letztes Mal. Einfach total bescheuerte Sachen. Aber ich muss auch sagen, zu meiner Verteidigung, es ist recht spät. Schon nach 2:30. Spiegelt sich vielleicht darin wieder, dass ich nicht ganz abspringe, wenn ich abspringe. Wäh. So, jetzt aber komm. Ernst machen. Ich weiß auch, dass man dem Frump hier, wenn man genug Anlauf hat, einfach unten drunter springen kann und das überlebt. Ist aber recht riskant. Würde ich nicht unbedingt empfehlen, wenn man nicht unbedingt sterben mag. So. Warum ich hier hochgehe? Rechts ist ein Kettenhund. Der ist ein Arsch. Links befindet sich etwas, was ganz angenehm ist. Und zwar nur eine Röhre mit dem Goomba. Und wenn man die Röhre machen lässt, dann kommt dann eine Piranha raus. Und da ist der Teil, wo ich einfach gedacht habe, Junge, geh sterben. Sprungbretter und Musikblöcke hintereinander, wo man über alles drüber springen muss. Ich hasse dich dafür, ernsthaft. Ich hasse dich dafür, für diese Stelle. Aber ich werde sie knacken, ganz locker. Aber wenn man es einmal geschafft hat, dann ist man eigentlich durch. Man muss halt nur das Gefühl bekommen, den Rhythmus, das schaffen zu können. Und dann ist nichts unmöglich. So, hallo Punkt, den ich auch ein bisschen hasse. Und zwar hier das Timing richtig hinzukriegen. Weil es ist nicht ganz leicht. Und wenn man zu lange wartet, wird man von einem Monty Maulwurf angegriffen. Och, leck mich doch. Ich weiß nicht genau, wie ich das da gemacht hatte, da durchgekommen zu sein, aber es war recht unangenehm. Ich stand auf der Plattform drauf, ihr habt es genau gesehen. Ich frame für frame danach und schaue es nochmal an, ob ich genau drauf stand. Ich meine aber schon. Mist. Mäh. Ah. Das wird ein Spaß werden. Das wird ein Spaß werden. Und da sind wir nicht mal am schlimmsten Teil angekommen. Es wirkt wie ein, naja, Level, was nicht ausgereift ist. Wie so ein angefangenes Projekt.
Aber irgendwie... Mist, hab gebremst. Aber irgendwie... Irgendwie auch nicht. Zumindest der erste Teil ist recht machbar. Man kann ja auch theoretisch durchrunnen, also Speedrun, wenn man es beherrscht. Ich bin jetzt nicht unbedingt großer Meister. Hab zwar so ein oder zwei Tricks drauf, die gut funktionieren. Aber bin echt nicht der Beste der Welt. Bei weitem nicht. Gibt's viel bessere. Oh Gott, ja, der P-Switch. Wo man punktgenau draufstehen muss, sonst wird man von einem Mancha gefressen. Ich glaube, das war das weiteste, wie ich gekommen bin. Muss ich echt sagen. P-Switches. Oh Gott. Fuck. Das ist Ende des Levels, da drüben. Das krieg ich hin. Oh. Da bin ich bisher noch nie gestorben. Noch nie. Nie. Nicht mal ansatzweise. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, was ich genau da machen muss an der Stelle mit dem Dingens. Ob ich den P-Switch, ob ich den das Trampolin mitnehmen muss und das da hinstellen muss, rechtzeitig, um durchzukommen. Ich vermute mal, das heißt... Oh. Ich darf nicht sterben auf dem Weg dahin. Scheißdreck. Aber wenn ich jetzt gerade spiele, das Level, wollte ich um euch noch ein bisschen was bitten. Und zwar mehr Level. Ihr könnt mir immer gerne Level einsenden. Ich habe gerade eine kleine Flaute bei mir. Also ich habe gerade kaum Level, die ich aufnehmen kann. Deswegen mache ich gerade alles, was ich machen kann. Und das sind nicht so viele Level, wie ich gerne hätte. So. Ich bin gesprungen. Manu. Ich habe den Sprungkopf gedrückt gehabt. Deswegen habe ich nach rechts gedrückt. Schweinerei. Zumindest komme ich jetzt schon mal so weit ohne Probleme. Ich muss halt nur... Also ich darf nicht bremsen bei dem blöden Mist, der auf mich wartet. Ah Mist, ich habe gebremst. Okay. Nach. Das Timing da ist echt widerlich. Widerlichst. Also, sendet mir am liebsten gerne Level, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt. Damit ich sie spielen kann, vorstellen kann. Eventuell Lösungsvorschlag bereiten kann. Verbesserungsvorschläge. Und so weiter und so fort. Ich meine, ich würd gerne noch die 100 knacken. Also 100 Folgen. Momentan sieht es aber eher so nach 90 aus. Und what the fuck? Das könnte die Uhrzeit sein, so Mist. Oder der Hintergrund, weil der Hintergrund hier in dem Level ist echt schrecklich anzuschauen. Mist. Ah, dafür gibt es die schönen Reset-Türen. Einfach den kompletten Stand resetten. Finde ich super eingebaut. Nur extrem nervig, die ganzen Reset-Sachen. Ey, ich weiß schon Bescheid. Lust hoch der. So. Nur aber. Oh Mist. Oh. Dass das funktioniert, habe ich nicht gewusst. Finde ich gut. So, jetzt aber komm. Wie soll man das schaffen?
Wie soll man das schaffen? Das ist ja viel zu knapp getimed. Viel zu knapp. Oh Mist. Badum. Scheiße. Ich habe nicht herausgefunden, wie man das schaffen soll mit dem Sprungbrett an der Stelle. Ich meine, ich habe am Anfang ein bisschen Zeit verplempert bei den Manchas, weil die mir ein bisschen auf den Sack gehen. Naja, so ein bisschen halt. Aber nicht zu sehr, dass er nicht durchkommen würde. So. Ich würde gerne den P-Switch auch ein bisschen mitnehmen. So, jetzt aber. Halleluja. Und durch die Tür. Okay, wir kommen hier unten durch. Okay. Es gibt noch einen unteren Teil. Nö. Okay, also, das ist hart. Ich werde, glaube ich, an die Stelle zurückschneiden. Bis gleich, weil, Oh, ich bin endlich wieder an der Stelle angekommen. Meine Fresse, ich bin total am Arsch. Ich habe 10 Minuten gebraucht, um hier hinzukommen, weil ich bin immer von einem blöden Block abgerutscht, oder ich habe ihn leicht verfehlt, oder ich bin in eine Mancha reingeflogen. Oh, das Level braucht definitiv einen Checkpoint. Ich weiß, es ist rausgekommen, bevor Checkpoints rauskamen, aber es braucht einen Checkpoint. So 100%. Das ist total frustrierend, dieses blöde Level. Aber jetzt mal schauen, wie wir hier durchkommen. Bin gespannt. Mist! Fuck! So ein Dreck. Das Level braucht definitiv Checkpoints. Definitiv Checkpoints. Und ich finde, hier wäre ein geeigneter Platz irgendwie. Also, ich bin fertig mit der Welt, ey, dieses Level. Und ich bin schon gespannt darauf, wie ich hier unten versagen werde. Und ich glaube, ich werde mir gleich runterladen, das Level. Und werde es da zeigen, wie ich hier durchkomme, weil... Ui, ey, ohne Scheiß. Es ist echt hart. Wieso kommt er nicht runter? Meine. Ich lass mir gleich einfach runter. Was soll der Scheiß? Oh, ich bin so kaputt. Also ehrlich. Könnte der Uhrzeit liegen? Weil wir haben gerade, ich schau mal kurz auf die Uhr. 2:50. Oder einfach nur, weil das Level total frustrierend ist, aber boah. Ich meine, der obere Teil ist schon schlimm genug. Warum dann noch einen unteren Teil machen, der auch noch arschig ist? Vor allem, man kommt runter, neue Umgebung, man schaut sich an und denkt sich nur so, Alter, was zum Teufel? Oh. Okay. Du hast eine der seltenen Gelegenheiten von mir, ein kleines Ding zu bekommen. Also eine kleine Überarbeitung. Also an Stellen, wo ich denke, wo was unbedingt hin muss. Ja, der erste Teil kann man eigentlich so lassen. Den kann man spielen. Die Musik ist zwar schrecklich nach einer... Naja, nach 5 Minuten schon. Aber okay. Tür führt dann irgendwo hier rüben hin. Was soll man denn hier so mal? Ich hasse diese Blöcke. Moment. Also ich hasse diese Blöcke hier. Diese Kombination, die sind schlimm. Was man aber machen kann, ja, seit dem Update erst. Man packt einfach eine Fahne irgendwo hin. Am besten so. Ja, wobei. Pack sie so hin, dann kommen wir auf jeden Fall dran. Wenn man sie berührt, durch die Tür geht und sie berührt, ist man sicher. Und ich denke, das ist ein guter Punkt schon mal. Ansonsten, setz den ein bisschen nach oben. Das ist wirklich eine schlimme Stelle, diese Position hier. Wenn man hier feststeckt, da kommt man nicht mehr raus, keine Chance. Ich weiß, du magst deine Eisblöcke, aber warum
zum Teufel muss man hier genau, punktgenau stehen zwischen Manchas? Das ist so doof. Da steht man eigentlich automatisch. Diese Münze, die kann eigentlich hier unten hin. Das würde das Ganze ein bisschen angenehmer machen, weil dieser geskillte Sprung auf diesen Block und dann geskillte Sprung auf den Block, um da weiterzukommen, ist schrecklich. Das tut einem wirklich weh. Mach's ein bisschen angenehmer, mach dir halt zwei Blöcke breit. Und so einen weiten Sprung kann man auch schaffen. Das heißt, bessere Platz, also bessere Landung. Weil mir ist häufig passiert, ich bin entweder zu kurz gesprungen, weil ich habe abbremsen haben wollen, um das Springbrett zu bekommen. Oder ich bin direkt auf dem Sprungbrett gelandet, was, ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, ob das funktioniert. Ich schau mal kurz. Nee, keine Chance. Da kommt man nicht weit. Wirklich nicht. Ansonsten, weiß ich nicht. Also, wäre das der Teil hier. Und jetzt gehen wir zum zweiten Teil, den ich unbedingt noch spielen muss. Den ich aber gar keinen Bock habe. Punkt 1. Man kommt hier runter. Es ist zwar arschlangsamer von der Speed-Regelung her. Aber wenn man das startet, das erste, man sieht, hinter einem geht ein Frump runter, vor einem geht ein Frump runter und man ist tot. Man ist einfach tot. Keine Chance auf irgendwie durchkommen. Die Feuerbälle machen auch nicht wirklich, sind auch nicht wirklich nett hier. Böse Dinger. Die Bomben explodieren wahrscheinlich, wenn man da ankommt. Das sind hier in den Blöcken drin. Münze, Buhu und Mancha. Du hast hier in dem Level so viele, also nicht viele, aber du hast hier im Level ein paar Fragezeichenblöcke. Warum zum Teufel? Sind das alles Fakes und total Verarschungen? Ich verstehe es nicht. Das ist ein bisschen fies. Ach, ich bin nur gespannt, ob ich das Level überhaupt schaffe hier in dem, wenn ich hier starte. Da kommt schon mal rüber. Ich spiele gerade mit dem Gamepad, das ist ein bisschen ungewohnt für mich. Oh Mist, da war eine Flamme. Man denkt sich, oh, da unten ist eine Tür, geh ich mal rein. Wo komm mal raus? Weiter vorne. Man denkt sich, oh, da ist was drin. Hammer, Bruder. Warum machst du das? Das ist arschig. Das ist gemein. Der Rest geht aber allerdings. Braucht halt ein bisschen Geschick, um durchzukommen. Oh, es geht noch weiter. Oh Gott. Was? Wie jetzt? Ich hab die Vermutung, dass du uns verarschen willst und sagst, geh zurück durch die Dinge. Oder ist nix? Hä? Wofür diese blöde Röhre hin? Ah, du mieses Arschloch, wie soll man denn da drauf kommen? Also mal im Ernst, also wenn du Level aufbaust, was so komplex ist und wo man extrem weit gehen kann, dann mach's bitte nicht so arschig, wirklich arschig, dass man hier in eine Röhre geht und irgendwo anders rauskommt. Das macht man nicht. Wo kommen wir denn hier raus überhaupt? Warum? Warum machst du das? Im Ernst, ich verstehe das nicht. Warum würdest du sowas machen? Manche Leute sind mir einfach ein bisschen in der Thematik unsympathisch, dass sie es so arschig machen. Also richtig arschig. Ich meine, ich hatte mal überlegt, ob ich da reingehen kann. Aber ich war halt total abgelenkt von allem Zeug, der mir entgegengeworfen ist. Worden ist. Deswegen habe ich es gelassen. Aber das ist trotzdem wirklich. Nein, lass es lieber. Überarbeite das Level komplett. Im Ernst. Das Ding ist einfach nur noch. Also, der Name mysteriöses oder rätselhaftes Massensterben. Name ist Programm. Aber es ist trotzdem sehr arschig. Weil es gibt keinen Hinweis darauf, dass du hier die Leute verarscht mit irgendwelchen Röhren. Klar, man kann vermuten, oh, da hinten, da kann man wieder hochspringen.
Denkst du aber dann, warum sollte ich das machen? Warum sollte ich das machen? Das ist einfach nur eine Verarschung. Und dann kommt man zu dem Punkt da hinten, wo eine Pflanze rauskommt mit Flügeln, die einen verspeisen will. Und blöden Monty mit Flügeln, wo man sich total verarscht fühlt, weil man die irgendwie nicht besiegen kann und die einen total abnerven. Weil wenn man versucht, Monty mit Flügeln zu töten, er verliert er seine Flügel, läuft eine herum, was total arschig ist. Richtig arschig ist. Und man soll hier in die Röhre, um dann zum Ziel zu kommen. Also, bitte nein. Bitte. Das ist... Das macht man nicht. Wirklich. Das ist mein Fazit. Das ist ein arschiges Level. Überarbeiten. Komplett. Bitte. Ich meine, du gibst keinen Hinweis darauf, dass man in die Röhre rein kann. Da gibt's vorher eine Röhre, wo man auch nicht rein kann. Warum sollte man da rein können? Gibt keinen Hinweis drauf. Deswegen arschiges Level. Richtig krankes, arschiges Level. Und ich versuche die ganze Zeit da durchzuspringen wie ein Arsch und tue und mache. Und das ist dann so ein Dreck. Ich hätte mal gewusst. Aber wie auch immer. Wie auch immer, ich gehe glaube ich jetzt ins Bett. Wir haben 3 Uhr. Uiuiui. Okay. Wünsche euch aber noch einen schönen Tag. Und du überarbeitest das Scheißding. Weil das geht mir jetzt ziemlich auf den Sack. Aber auf jeden Fall euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.